Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück hier am Ende des Jahres 1899. Wir haben unsere Produktionsanlagen deutlich erweitert. Ziel ist es eigentlich, dass wir diesen Teil der Produktion hier mit reinlegen. Ich habe das aber jetzt mal gespeichert und ausprobiert. Es ist tatsächlich so, wenn man das macht, dann ist auch diese Fabrik komplett fast einen Monat im Umbau. Das heißt, das werde ich erst machen, wenn wir unsere ganzen Bestellungen im Prinzip abgearbeitet haben. Dann können wir uns mal so einen Monat Ausfall erlauben. Das finde ich, glaube ich, ganz angemessen. So, und dementsprechend machen wir jetzt was? Wir müssen auf jeden Fall jetzt deutlich jetzt in Bauteile erstmal nochmal investieren, weil wir eine höhere Produktion haben. Natürlich hier nicht in dem Bereich. Also für die A-Klasse. Das ist klar. So, aber hier Manchester sieht es 42. Wir werden jetzt sukzessive wieder das so weit erhöhen, dass wir ja, dass wir wieder ein Drittel ungefähr, drei Monate Bauteile im Voraus gelagert haben. Hier ist noch weitaus mehr nötig. Machen wir hier 70. Das ist alles gemütlich. Und hier auch 60. So, das Geld müssen wir haben für diese teuren Bestellungen. Was ich jetzt trotzdem tun werde, ich werde jetzt hier die Preise wieder senken auf 3000, weil ich glaube, wir haben im Moment doch eine höhere Produktion als Nachfrage noch. Insofern lassen wir das mal. Ja, mehr brauchen wir nicht zu tun, außer dass wir bei der Forschung mal gucken wollten, wie weit die sind. Ah, schaut mal hier. Ganz interessant. Der Motor dauert am längsten. Ich würde fast mal sagen, wir werden nochmal zwei Leute einstellen. Wir können überhaupt mal gucken, wie teuer er ist. 227 kosten die. Im Moment zahlen wir 454 im Monat. Also bitte nochmal zwei Ingenieure besorgen. Achso, verdammt, ich habe es abgebrochen. Ja, machen Sie das bitte. Okay, da können wir dann erstmal abwarten. Und jetzt haben wir die Vollversammlung. Und sind wir jetzt mal unter den Top 3 dabei? Das würde mich doch sehr freuen. Na, mal schauen. Also, Aufsteige des Jahres. Lapis Automobile, jawohl! Firmenwertsteigerung um 89%. Großartig, die anderen bei 56 und 45. Erstmals sind wir ganz vorne. Das sollte unserem Ruf auch gut tun, würde ich mal sagen. So, die Ingenieure sind da. Aber die werden ja eigentlich automatisch hier eingesetzt. Aber wir können vielleicht so ein bisschen die Prioritäten verschieben. Oh, ach nee, schaut mal, das ist, wird nicht einfach verteilt, sondern die sind sozusagen, oh, das ist ja ein bisschen umständlich. Man weiß ja nie. Ja, okay. Machen wir es mal so. Habe ich jetzt auch das Maximum? So, jetzt ist das Maximum. Okay, vier Ingenieure arbeiten für uns. Wir lassen den Monat mal laufen. Oh, gut. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Können wir jetzt alle Bestellungen abarbeiten? Gut, wir haben die Preise reduziert. Hier haben wir immer noch eine November-Bestellung. Die geht vor. Dezember wird auch bedient. Hier sind wir schon im Januar. Da gehe ich erstmal noch mal weiter. Das ist auch Januar. Okay, zwei Januar-Bestellungen. Können wir komplett bedienen? Okay, alles klar. Jetzt sind wir an der Grenze dessen angelangt, was wir hier überhaupt verkaufen im Moment. 237 haben wir aber. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment gekommen, wo wir die Fertigung die verlegen können hierhin. So, und das braucht jetzt eben 25 Tage. Genau. Und dann zieht das komplett um und dann ist die Fabrik komplett voll und die ist leer. Da können wir dann was Neues machen. Vielleicht zukünftig Bauteile. Müssen wir sehen. Was ich jetzt machen werde, ich werde schon mal prophylaktisch eine neue Halle bauen. Nämlich eine, na, ich bleibe mal bei der reinen Lagerhalle. Ist das jetzt eine kleine? Gucken wir mal kurz. Ist das die gleiche Größe? Ich kann die, glaube ich, nicht drehen. Das finde ich irgendwie doof.
Ja, gut, ich meine, wir haben unten viel Platz. Ich setze mal diese Lagerhalle hier hin. Das ist aber eine kleinere. Ah, okay, gut. Das hat diese Dimension, ich verstehe. Das ist eine mittlere schon. Kann ich das nochmal abbauen? Nee, geht wohl nicht, ne? Nee, geht nicht. So, 200.000. Jetzt wird eigentlich nichts großartig gebaut, außer. Also, der Bedarf müsste deutlich runtergehen. Deswegen. Na gut, wir werden die weiter so bestellen, wie wir das immer machen. 73, das hält auch hier. Also, mit dem A96 sind wir jetzt mit den 12 im Monat genau bei dem Bedarf so ungefähr angekommen. Fahrwerke bestellen wir trotzdem. Aber nur 40. Oh, wir haben jetzt sogar schon 5 auf Lage. Das ist doch auch nett. Und. Hier. Gut. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt nochmal zur Bank gehen und unsere Restschulden begleichen. 50.000. Okay. Damit haben wir wieder. Wir könnten aber mal gleich mal fragen bei der Bank, wie es aussieht mit dem Kreditrahmen. Würde mal auf 150.000 erhöhen. Ach so, aber dann steigt immer der Zinssatz. Nee, habe ich ja schon wieder vergessen. Bleiben wir bei den 14% und 88. Das ist schon so in Ordnung. Gut. Was wir durchaus noch machen könnten, denke ich, wir gehen noch mal nach Köln. So. Ha, eine neue Verkaufsniederlassung wurde fertiggestellt, nämlich die in Berlin. Da wird das einfach übernommen. Rabatt wird nicht übernommen. Den stellen wir ein. Wir bleiben mal hier bei unseren 20. Und ja, bei der Werbung, da wollen wir natürlich hier auch in Berlin investieren. Gehen wir hier gleich mal ein bisschen höher rein. Nicht 4.000, sondern vielleicht 500. Und wir versuchen mal erstmal alles über Ausstellung. Nee, alles über Plakatwerbung mache ich mal. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wir ändern das jetzt in den nächsten Monaten immer. Und schauen uns das mal an. Okay. Gut. Ich werde die Werbung möglicherweise hier ein bisschen runterfahren. Auf 200. Und in Hamburg, was haben wir da noch für Werbung? Gehen wir auch 200 runter. Hier sind wir eigentlich etabliert. In München, ha, macht dann 3%. In Deutschland, naja, etabliert ist vielleicht auch was anderes. Egal. So. Schauen wir mal. So, die Umbauarbeiten abgeschlossen. Das heißt, hier wird jetzt wieder ein bisschen gefertigt. Und jetzt werden wir definitiv Rückstände haben. Die neuen konnten wir allerdings noch bedienen. Oh, 22. Jetzt würde ich natürlich gern sehen, von wo was kommt, ne? Wie sieht man das denn? Hier sind hier die Bestellungen vermerkt. 4, 2, 6. Oder sind das nur die Verkäufe? Ja, ein bisschen unglücklich, jetzt wegen der Werbung. Das zu prüfen, weiß ich nicht genau. Naja. So, 121.000, dann werden wir erst einmal, also unsere Produktion ist ja jetzt wieder auf so einem Mittelmaß, ne? Wie weit sind wir hier? Wir sind bei 48 Stück im Monat. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung, denke ich. So, hier bleiben wir dabei. Manchester. Warum sagt er mir 7 Verbrauch? Verstehe ich nicht. Ich werde aber auf jeden Fall 60 bestellen. Und den auch. Vielleicht war das der Verbrauch im letzten Monat. Das ist es, genau. Durch die Umbauarbeiten. Das ist gar nicht der Zukunftsverbrauch, sondern der im letzten Monat. Das ist der Grund.
gut, 48, dann müssen wir eigentlich 60 da auch haben. Na gut. So. Ende März, 34.000 nur noch auf der Kante. Ich hoffe, die Bestellungen laufen jetzt. Okay. Händler aus Deutschland. Es wäre so schön zu sehen, wo die Händler herkommen. 20, das ist sehr gut. 23. Wow, wir können tatsächlich schon wieder nicht alles bedienen. Ich meine, das ist ein gutes Zeichen. Aber das zeigt auch, dass unsere Produktion eigentlich doch noch erhöht werden muss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Zumal wir noch Köln... Warte mal, wir haben echt null davon. Zumal wir ja noch Köln noch mit dazu bekommen. Das heißt, wir müssten eigentlich diese Fertigungshalle auch nochmal komplett für den Lapis C98 nutzen. Würde ich mal sagen, oder? Wir werden eine neue Fertigung einrichten. Tatsächlich. Insofern war das mit dem Umziehen ein bisschen blöde. Wer hätte gedacht? Habe ich jetzt auch das Richtige? Waren die Kosten waren irgendwie so günstig? Lapis C98, ja, 802, das war schon mal viel teurer. Könnte das sein, dass hier die Preise sich verändern oder dass es Effizienzgewinne gibt? Möglich ist das. Oh, schaut mal, es sind Luftreifen möglich. Aha. Da könnten wir natürlich ein Upgrade machen, dieser Version und die hier. Oh, das ist ja vielleicht ganz cool. Das machen wir mal. Wir werden einen neuen Prototypen erstellen. Mit Luftreifen. Das ist gewissermaßen ein kleines Update. Das C. Also wir machen das folgendermaßen. Wir nennen den auch Lapis C98. Aber mit dem Zusatz L. So, für Luftreifen. Und natürlich dann dieselbe Ausstattung, ganz klar, wie man das gewohnt ist von unserem Erfolgsmodell. So, Karosserie ist ja hier das Ding. Und dann kommt eben hier noch Luftreifen hinzu und die drei Gänge, die wir gewohnt sind. Genau. C98L. Und das werden wir jetzt halt so machen, dass wir hier eben diese Fertigung... Da werden wir den C98L fertigen. So. Manuell. Komplett 13 Fertigungseinheiten. 130 Facharbeiter sind nötig natürlich. Okay. Und wir haben hier noch einen Platz frei in dem Lager. Das geht schon. Richte das mal ein. Und wir werden hier das schon mal den Händlern kundtun, dass wir hier ein neues, großartiges Modell haben. Und dementsprechend, hier sind wir bei 3000. Ups, hat das auch seinen Preis. Nämlich, ja, ich würde mal sagen, 300 Euro teurer für die Luftreifen. Oder? Ich denke schon. Das kann man schon mal verlangen. Gut, hatten wir schon die ganzen Teile gekauft? Ne, hatten wir noch nicht. Müssen wir machen. Wir sind ja jetzt wieder in der Vollproduktion. So, Manchester wird jetzt fünfte. Oh, jetzt müssen wir richtig bestellen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie hier die Lagerkapazitäten sind, ob die irgendwo an die Grenze kommen. Aber ich bestelle jetzt mal 100 direkt von davon. Vom Fahrwerk 120. Und hier auch 100. Können wir uns das leisten? 34.000. Okay, Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt brauchen wir hier 130 Leute mehr. Fachkräfte.
Ich weiß, dass das nicht geht. Wir haben aber schon 40. Können wir schon mal zuordnen? Sind da noch mehr gekommen? Wir sind jetzt am Monatsende. Ah, 30 fehlen noch, aber die Produktion wurde aufgenommen. Sehr gut. Ja, und da gucken wir mal, ob es schon Bestellungen gibt vom L. Die wollen alle den L haben. Nein. Das kann nicht sein. Den Preis muss ich noch höher machen. Wie blöd. Ich kann erstmal noch gar nicht ausliefern. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? 28? Ach du Schreck. Was geht denn hier ab? Oh Leute, 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 Leute. Was machen wir denn da? Eine neue große Fabrik? Für den luftreichen C98? Ich meine, wir können ja mal eine super große bauen, aber wir müssen relativ schnell sein. Oder wir bauen einfach eine zweite. Nee, komm, wir bauen noch so eine. Aber das ist blöd, weil wir haben gar nicht so viel Kohle eigentlich. Wir müssen ja Teile erstmal wieder besorgen. Nee, wisst ihr was? Wir müssen anders reagieren. Wir müssen den Preis nochmal erhöhen. Luftreifen sind teurer. Teurer als gedacht. Wir gehen auf 3600. Ja. Achso. Genau, das hat man schon gecheckt. Tja, wir müssen nämlich erstmal hier nochmal das Lager auffüllen. So. Manchester 49 Verbrauch. Wird sich vermutlich nochmal erhöhen. Ich werde aber nur 60. Ich glaube, wir sind sonst ein bisschen knapp hier. Das ist ganz okay. Mal hier auf 70. Hier bleiben wir bei unseren 12. Ja, und hier sind wir. Dann machen wir auch mal 60. Mal gucken, ob das Geld reicht. 1. Mai. Lieferprobleme 14 Tage. Aber das, bei dem ist es überhaupt kein Problem. Die Arbeiter sind jetzt alle da. Das heißt, hier können wir auf Maximum gehen. Und dann gucken wir mal. So. Die 10 kann ich ausliefern. Das ist jetzt im Mai, das noch hinzukommt. Jetzt ist der Bedarf deutlich runtergegangen, vermutlich wegen des Preises. Wir hatten, glaube ich, noch was im Mai. Ja. Mhm. Können wir alles nicht bedienen, die April-Bestellung. Der andere wird jetzt gar nicht mehr genommen. Haben wir uns da selber was abgegraben damit? Ach du Schreck. Könnte sein, dass wir echt uns... dass wir durch diese Modellneuerung jetzt keiner den anderen... das andere Ding mehr kaufen will. Oh nein! Okay, das war eine unternehmerisch fragwürdige Entscheidung, glaube ich, was wir gerade hier gemacht haben. 37 haben wir jetzt davon auf Lager. Eigentlich müsste man genau Folgendes machen. Man müsste eigentlich diese Produktion tauschen. Man müsste in der großen Fabrik den L produzieren und in der kleinen den anderen sozusagen noch so als Nachproduktion. Puh, Leute, das ist ja Hardcore. Aber das kann man nicht so einfach tauschen. Man müsste höchstens, was könnte man machen? Man müsste die Fertigung abbrechen hier. Das wäre möglich. Und dann könnte man die andere Produktion, könnte man an andere eine, ja, so wäre das vermutlich richtig. Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir hier noch 37, wir haben hier noch 37 auf Lager, das müsste eigentlich reichen.
um einen Monat bestehen zu können. Das heißt, wir werden hier... Ach, man kann auch umstellen. Ah, das ist ja gut. Dann stellen wir hier auf den L um. Das ist ja noch besser. Stellen wir hier auf den L um. So, das dauert 25 Tage. Das ist kein Problem. Und wenn das umgestellt ist, dann stellen wir hier auf den alten C98 um, falls der dann überhaupt noch gewollt ist. Sehr gut. Okay. So, Manchester, ja. Wobei jetzt durch die Umstellung wird nicht so viel nötig sein. Egal. Bestellen wir mal trotzdem ordentlich. Gut. Gut. Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. Das heißt, jetzt können wir hier ebenfalls umstellen auf den normalen C98. Ja. Dauert jetzt auch 25 Tage. Gut. Jetzt haben wir eine neue Lagerhalle. Tatsächlich. Ich gucke mal ganz kurz. Also möglicherweise kann die weniger lagern, weil Slots sind hier die gleichen drin. Weiß ich nicht ganz genau, wo der Unterschied ist. So, wir haben den 30. Juni erreicht. Ja, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ist hier gleich groß. Ah, hier hätte ich auf die Daten. Ich hätte wieder auf die Daten achten müssen. Wir werden jetzt Stornierung bekommen. Puh. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt der richtige Weg. Wie weit ist unsere Forschung? 12, 13, 16. Ich denke, wir stellen jetzt noch. Halt. Wir stellen noch weiter ein. Wir müssen jetzt da mal irgendwie mehr vorankommen. Wir verdienen ja jetzt gut. Jetzt gehen wir mal ein bisschen größer hier ran. Stellen wir mal 8 Ingenieure ein. So, dann müssen wir leider wieder in den Lagerbestand gucken. Also wir produzieren ja jetzt über 60 eigentlich, ne? Von den insgesamt von den C-Klasse. Insofern ja, müssen wir hier schon ordentlich was machen. Hier. Ja, das passt ganz gut. Hier bleiben wir mal bei 60. Da haben wir fast schon den Stand erreicht. Ingenieure sind verfügbar. Das ist gut. Dann können wir hier... Ah, deswegen auch unterschiedliche Forschungsgebäude. Weil es kann dann sein, dass man hier schon ans Maximum... so wie wir tatsächlich. Möglicherweise haben wir zu viele... Ingenieure, beziehungsweise können hier noch ein weiteres Projekt starten. Wir wollten ja gerne noch eine Karosse für Luxuslimousinen. Stoffverdeck. Das geht noch nicht. Karosse, Luxuslimousinen, komplett offen. Das geht auch noch nicht. Fahrwerk. Können wir noch an einem neuen Fahrwerk vielleicht für Luxuslimousinen? Das geht, aber das hatten wir schon, ne? Genau, wir hatten eigentlich an einem Fahrwerk für Luxus. Wir werden mal Mittelklasse machen. Bis 25. Ah, okay. Ha, ich habe zufällig doch das Maximum erwischt. Jetzt müsste man sich mal merken, wie viele Ingenieure hier reinpassen. Ich glaube, 12. 12. Das ist das kleine Forschungsgebäude. So. Die Verkaufsniederlassung in Köln wurde fertiggestellt. Sehr gut.
So, Preise werden hier übernommen. Ach so, wir wollten, wisst ihr was? Wir wollten jetzt mal irgendwie checken. Wir haben ja Berlin sehr einseitig Werbung gemacht. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, wie wir das jetzt hier aufteilen. Vielleicht mache ich das einfach mal so ein bisschen willkürlich. Das ist schwer nachzuvollziehen, ehrlich gesagt. Hier gehen wir auch richtig groß rein mit dem Werbebudget. Und machen das auch hier irgendwie so. Nach Gefühl. Um nicht zu sagen zufällig. So, Ende Juli. Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Das heißt, jetzt wird hier wieder normal produziert alles. Ja, und wir haben leider erste Stornierung. Eieiei. Gut, dann gucken wir mal. Juli-Bestellungen, glaube ich, sollten wir machen. Warum haben wir hier einen mit 3000 und da einen mit 2400? Sind die Preise doch anders? Juli-Mai-Bestellung müssen wir zuerst. Juni-Bestellung. Okay, ein bisschen was ist übrig geblieben, aber nicht viel. Hat sich hier preislich noch was... Ach, wisst ihr was? Ah, ich habe keinen Händlerrabatt hier eingestellt. Das ist der Hintergrund. 20%. Deswegen die Preisunterschiede. Ja, gut, okay. Mhm. 285.000. Okay. Jetzt ist tatsächlich an der Zeit. Jetzt wäre der Moment gekommen, neben den nächsten Bestellungen dann tatsächlich in ein neues Modell zu investieren. Man könnte selbst, weil unsere Forschung noch nicht so weit ist, hier tatsächlich mal gucken, ob möglicherweise auf dem Markt schon was da ist. Nee, Luxusmodelle gibt es nicht. Dann würde ich jetzt eigentlich überlegen, ob man einen neuen Kleinwagen bauen könnte. Wir gucken mal, ob es Kleinwagenmotoren schon ein bisschen mit mehr PS gibt. Vielleicht mit 15. Ja. Und ein Fahrwerk für einen Kleinwagen. Bis 15 PS bräuchten wir auch. Okay, das wäre tatsächlich sogar drin. Das können wir uns eigentlich nochmal angucken. Ah, verdammt. Ich habe gerade bemerkt, dass ich hier die Lieferung nicht eingestellt habe, den Lagerbestand. Das ist natürlich richtig doof. Wir sehen, wir haben aber trotzdem genug. Okay, der Verbrauch ist immer vom Monatsanfang. Das ist ganz interessant. Komm, wir machen das nochmal ein bisschen nachträglich. Warum eigentlich 64 produzieren wir dann im Monat? Ah, ja, ja, alles klar. Gut, dementsprechend, ich will wieder meinen Puffer haben. 64 und 72, das heißt, hier gehen wir auf 80. Das ist okay. So. Und, verdammt, ich wollte mir eigentlich die Bauteile angucken. Machen wir mal jetzt diesen neuen Motor. 14 PS Motor tatsächlich. Locken wir den mal hier ein. Fahrwerk. 15 PS Fahrwerk. Und, wie sieht eine neue kleine Karosse aus? Ah, schaut mal. Das ist neu. Torno. Okay, interessant. Das könnten wir eigentlich dann mal gleich mal zusammenbauen. Einen neuen Prototypen, Leute. Welches Jahr haben wir? Haben wir noch das Jahr 99? Ne, wir haben 0. Das wird ein interessanter Typ werden, Leute. Das wird der Lapis A0. A00 klingt doof. Das wird unser A0. Gut. Dann stellen wir den mal zusammen. Der wird gar nicht so teuer.
Reise gehen. Kriegt natürlich auch Luftreifen. Und die Dreizylinder. Eigentlich ist dieser kleine... Der ist besser als der Mittelklassewagen, klar. So. Techniker sagen nichts, das scheint in Ordnung zu sein. Das heißt, oh ja, um den zu produzieren, bräuchten wir eigentlich eine neue Halle, liebe Leute. Und jetzt würde das Spiel immer weiter gehen und ihr merkt sicher die Faszination dieser steigenden Zahlen, dieses mehr und mehr und expandieren und so weiter und so fort und alles irgendwie optimieren. Wie gesagt, eine ziemlich simple Mechanik, die dahinter steht. Aber für mich hat das irgendwie einen ganz großen Suchtfaktor. Ich muss mich trotzdem einfach jetzt mal zusammenreißen. Ich werde jetzt an dieser Stelle dieses Mini-Let's Play beenden. Es ging darum, euch das Spiel vorzustellen. Und ich glaube, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen. Natürlich gibt es noch ein paar neue Dimensionen. Luxuslimousinen, es gibt noch diese Rennfahrten-Geschichten, für die man extra Autos konstruieren kann. Es gibt da noch ein paar historische Ereignisse, die die Sache ein bisschen erschweren. Dann ein ganz wichtiger Aspekt, bei dem wir noch nicht so weit sind, wenn wir die Forschung beendet haben, eigene Bauteile herstellen. Dazu würde man hier so eine Laderampe bauen müssen, die wir hier hinten haben. Genau, so eine Verladestelle. Da würden dann diese Güter hier, die man hier auch einloggen kann, wartet mal, diese hier, Stahl, Glas, Gummi, die würden hier angeliefert werden. Ja, und dann bräuchte man natürlich 3 Fabriken allein für die Bauteile und dann eine Fabrik dann zum Bauen des Autos selbst. Das wird dann alles deutlich komplexer und ja, man kann dann schon einen Großteil dieses hier zur Verfügung stehenden Gebietes dann mit Fabriken vollpflastern und das alles irgendwie in Übereinstimmung bringen. Ja, liebe Leute, dennoch, wie gesagt, an dieser Stelle jetzt erst einmal Schluss. Das war's mit der Vorstellung von Oldtimer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, macht's gut, euer Steinwallen.